War das die Cedar Church Hill? Das war doch da, wo die, wo seine Frau verschwunden ist, kann es sein? Alter, ein Riesenhammer. Sehr geil. Okay, ich verschwinde mal kurz, okay? Tu das nicht hier mit rein. Okay. Sehr seltsam. Da. Ist Danny seine Frau verschwunden? Ich weiß es nicht genau. Ich hab's gerade vergessen. Ich habe auf jeden Fall einen Schlüssel. Den benutzen wir so. Diesmal öffnen wir was von dieser Seite. Ah ja. Sehr gut. Hallo, gute Frau. Ich würde gerne deinen Namen wissen. Hey, da ist doch... Was ist das? Pastor Graciano. Vermisst Pastor Salvador Graciano. Pastor Graciano und seinem... Und mehrere Kirchenmitglieder von Cedar... Oder doch, ich glaube Cedar Hill werden vermisst. Seit ihrem Verschwinden ist die Kirche verriegelt. Das ist irgend so ein okkulter Mist hier. Ermittlungen in Kirche. Ermittlungen gegen Pastor eingeleitet. Gemeinde verstieß möglicherweise gegen Kirchenstatuen. Statuen. Pastor Salvador Graciano wies Anschuldigungen der finanziellen Maßlosigkeit zurück. Kirchenvertreter überprüfen das Fehlen von Unterlagen zu Geldspenden und Gemeindeausgaben. Das hat auch was mit dem zu tun, was Ruvik auf dem Band gesagt hat, oder? War sein Vater Pastor? Oder ein Mitglied dieses Sektes? Also ich gehe davon aus, dass das so eine Sekte ist oder sowas, die sowas erforscht. Ach, wie krass. Okay, was machen wir? Was machen wir? Schadensmultiplikator. Kostet 10.000 einfach mal. Komm, machen wir das. Dann gibt es mir ein bisschen mehr Dampf. Schade, hier hätte ich jetzt gerne noch was gemacht. Kritischer Treffer können wir doch erhöhen. Vielleicht hier was? Machen wir das einfach noch. Okay, das war's. Sehr gut. So viel Gehirngrütze finden wir gar nicht mehr, um das alles aufzubessern. Gute Frau, ich speichere nochmal. Ui, ich muss mal hier anfangen. Jawohl, überspeichern bitte. So. Cool, schon so lang. Wir verlieren uns, okay. So, das heißt, dass Joseph immer mehr und mehr verschwindet und immer mehr verrückt wird. Gut. Warte mal, ich klettere hier hoch. Vielleicht kann ich dann was sehen. War das Leslie? Da ist doch ein Scharfschütze. Alles klar? Ja. Ha. Noch mehr Schüsse. War das Kidman wahrscheinlich? Kidman und Leslie, okay. Die gehen zur Kirche. Hey, da ist Kidman. Wer ist da bei ihr? Oh je. Ja, nimm jetzt. Guck mal, was ich hier habe.
Scheint noch zu funktionieren. Geh vor, ich geb dir... Alles klar, okay. Ja, super. Ich geh jetzt erstmal nach hinten. Aber hier lag nichts mehr, oder? Ich glaube nicht. Oh Gott, okay. Kannst du den Kerl von dort wegholen? Weißt du was? Das kann ich auch. So, gehen wir näher ran und du kriegst einen voll auf den Latz. Ruhig, ganz ruhig, Sebastian. Komm weg. Ja, danke für die Hilfe, gell? Joseph, gut gemacht. Bäh. Aha. Aha. Oh! Wieso? Oh, Joseph. Sauber gelöst. Spring darüber. Oh, da vorne ist er. Okay. Oh, cool. Sehr gut. Ich hoffe, ich verpasse nichts. Sebastian, dieser Pfad sollte direkt zur Kirche führen. Geh weiter, ich gebe dir Deckung. Okay, ich versuch's. Was war das? Hast du gehört? Habt ihr das gehört? Aber wo? Was zum Teufel? Ah, was? Gib Gas! Boah, dann gegeben, Alter. Uns wahrscheinlich alle Knochen gebrochen. Alter. Okay, er will seinen Stock wieder haben. Wow. Was? Was? Gleich zwei Stück? Fuck. Au! Ich glaube, das war eine gute Idee. Ja, war gut. Alter, nee, nee. Nee, das mache ich nicht. Ja, sehr gut. Oh! Au! Au! Ah! Leck mich am Arsch, Mann.
Ah, da war noch ein verdammter Bolzen, den ich benutzen hätte können. Okay, lauf, 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 lauf. Können die mich da holen? Ich schaff die nicht allein. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Ich irgendwie Handgranaten oder so? Zwei Stück. Ja, okay. Einer ist kaputt, okay. Okay, das ist unglaublich. Nicht viel, nicht viel, nicht viel, nicht viel, nicht viel. Schafft ihr nicht allein. Okay, probieren wir es mit dem. Oh! Zwei von zwei. Alter, seid ihr scheiße, ey. Fuck. Sackgasse. Oh. Ich suche einen anderen Weg. Lass uns bei der Pferdestatue da treffen. Okay. Hier lang. Ihr seid doch so... Was sind das bitte für Monster, ey? Was übertreiben die wirklich? Gut. Hätte mir gleich jemand sagen können, dass da... Hätte ich das kaputt machen können? Nee. Ah, nee, das. Da ist irgendwie ein Tagebuch. Notiz vom Friedhof. Walt, ich bin losgegangen, um Donna zurückzuholen. Ich weiß, wie ich in die Höhle des Löwen komme. Ich lasse nicht zu, dass sie geopfert wird. Folge mir nicht. Bleib da und passt auf die Familie auf. Ich werde sie zurückbringen. Daniel. Warte, da war was mit einem Pferd in dem Haus vorhin. Ich habe dazu was aufgeschrieben. Ah, warte. Na, Gott sei Dank bist du dabei. Also, gehen wir da runter. Warte mal. Denke schon. Was zum... Ich bin wieder hier. Aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Habe ich einen Schlüssel? Nein. Kann ich irgendwas mitnehmen? Nein. Hä? Sag mal, was ist hier passiert? Warum bin ich wieder hier? Oh Gott, vielleicht damit ich abspeichern kann halt. Okay, aber wir gehen das erstmal. Wir verbringen ziemlich viel Zeit hier hinten. Gut, Freunde. Mein Gott, ist das hier nervenaufreibend. Ganz ehrlich, ich glaube, ich mache das, damit ich ein bisschen länger sprinten kann. Ich das? Nein, schade. Nach der Geschwindigkeit. Sollen wir das echt machen? Ist fast unnötig. Kann ich hier... Streichhölzer ist okay. Blendbolzen kann ich noch machen. Blenddauer. Nein. Vielleicht hier irgendwas. Das geht auch nicht gleich. Magazinkapazität kann ich erhöhen von da nicht. Aber einen kritischen Treffer kann ich erhöhen. Ja, das machen wir. Oh mein Gott. Okay, weiter. Wer waren jetzt eigentlich diese Notiz, die wir gerade gelesen haben auf dem Friedhof? Hä? Alles okay? Sebastian?
Alles okay? Oh mein Gott. Mach dir um mich keine Sorgen. Oh mein Gott, wo sind wir hier? So, erstmal alles gucken, dass wir alles nachgeladen haben. Okay. Ach du Scheiße, leck mich am Arsch. Ich glaube. Sei leise! Ich glaube, ich weiß, wen wir hier begegnen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier... dass wir den Kerl hier begegnen. Alter. Das ist ein echtes Schlachthaus hier. Oh Gott, da hinten. Haha. Okay. Verdammtes Rätsel. Wir schauen uns das mal hier kurz um, bevor wir hier irgendwas aktivieren. Was haben diese Zeichen da zu bedeuten? Nichts wahrscheinlich. War cool. Gehen wir erstmal hier rein. Alles kaputt, was wir kaputt machen können. Wann endet das Kapitel eigentlich? Das dauert ja ziemlich lang. So, wir müssen auch, glaube ich, auf jeden Fall die Leichen wieder runterziehen. Oh! So. Das war jetzt aber cool. Genau, weil das würde ich sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Oder machen wir es auch nicht? Na doch. Oh, jetzt komm. Ja, was ist hier los? Machst du es oder machst du es jetzt nicht? So. Sagte diese Aufzeichnung etwas? Rein gar nichts. Sollte sie? Warte mal, ich habe vorhin etwas notiert. Okay, was? Da war die 9. Wer sagt, dass die Opfergaben zu den richtigen Altären gebracht werden müssten, um den sicheren Weg zu ihm zu öffnen? Habe ich es gerade nicht geschafft? Du liegst unten, die 7 liegt unten. Die 5 ist oben? Machen wir auch mal. Alter. Nein, das glaube ich nicht. Bei dem ist es ja kaputt. Da kann ich ihn eh nicht mehr bewegen. Also der muss unten bleiben. Dann ist das richtig. Der ist auch unten. Diese 7 muss hoch. Das ist das hier. Du hast was gehört. Was hast du gehört? War dir alles okay? Okay. Ich denke mal, dass wir es richtig haben. Ich gehe mal einfach mal durch. Das war wohl richtig. Was ist das? Was ist? Ist es ein Fahrstuhl? Nein. Oh mein Gott, nein. Nein, nein, nein.
Da möchte ich nicht rein. Du bist schon drin! Jetzt habe ich da keinen...